Heute, was geht ab, Leute, Junge? Ich habe mir ein Ticket gekauft für die Woche, damit ich durchzocken kann, damit ich nach Pasing kann und Bordeaux-Platz gegebenenfalls. Gestern musste ich sogar nach Pasing, kurz was erledigen. Und da waren die Module leider nicht an, nicht wirklich. Hier und da ein paar, aber war schon traurig. Event scheint die Leute nicht so zu begeistern. Was ich hier jetzt in den Kommentaren bei mir gelesen habe, ihr scheint auch nicht so richtig begeistert davon zu sein. Beim Doppelstopp-Event, da waren die Leute begeisterter, motivierter. Da lief es auch unter der Woche die ganze Zeit im Parsing. Und jetzt hier ist echt tote Hose. Ich konnte gestern dennoch 80.000 EP machen. Bin jetzt bei 45.285.000. Also genau 80.000 gestern gemacht. Dafür, dass Wetter schlecht war und Module kaum gezündet wurden. Aber das wird mich nicht davon abhalten. Ich habe jetzt Philipp kontaktiert. Ich habe mir jetzt meine eigenen Module bestellt. Und zwar die Bot-Module. Moment. So, das sind die Bot-Module von den Bots, wie zum Beispiel die Bots jetzt, die Level 30er für die Purge Night in München. Dieses Wochenende, ich bin gespannt. Ich werde da unterwegs sein und hier erstmal ein Pokémon fangen. So, erstmal hier ein Pokémon fangen. Ich werde da unterwegs sein. Nähere Infos habe ich in einem meiner letzten Videos zur Purge Night gegeben. Schaut das nochmal an, falls ihr Interesse habt. Und wie gesagt, für Purge Night, für die Map, für das Scan, werden Level 30 Accounts benötigt. Und ein Account, der bis auf Level 30 gelevelt wird, erhält im Verlauf des Spiels 9 freie Module. Sprich, nachdem er benutzt wurde für Scannen und geshadowbanned ist und sowas, hat er immer noch die 9 Module. Und die Bots kann man kaufen und dann hat man 9 Module zur Verfügung. Und jetzt habe ich mir ein paar gekauft, weil nirgendwo Module an sind, keiner hat Bock zu zocken während des Events. Und ich habe mir jetzt ein paar Bots gekauft mit den Modulen, damit ich die zünden kann und da abgehen kann. Wenn keiner da am Start ist und so motiviert ist und Parsing nicht an ist, dann muss ich Parsing selber zünden. Dementsprechend habe ich jetzt für die Woche vorgesorgt, bis das Event zu Ende ist. Also falls ihr da die Module seht, das bin ich wahrscheinlich. Ich kann nachvollziehen, dass die Leute nicht so begeistert sind und nicht so motiviert, weil auf den ersten Blick zockt man ganz normal und man sieht keinen Fortschritt. Nicht so einen schnellen Fortschritt wie bei Doppel-EP oder jetzt zum Beispiel bei Staub. Aber das Event ist meiner Meinung nach ein Vorbereitungsevent. Man sammelt die Bonbons. Und dann beim Doppel-EP-Event, höchstwahrscheinlich fängt Streaming wieder, kann man sozusagen die Ernte ernten. Das klingt irgendwie komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Man kann dann sozusagen beim Thanksgiving-Event, passend zu Thanksgiving, das ernten, seine Belohnung ernten hier. Seine Mühen, die man jetzt reinsteckt, kann man dann später ernten. Weil jetzt die Doppelbonbons bringen halt so gut wie gar nichts. Aber wenn du dann beim Doppel-EP-Event die ganzen Bonbons verbrauchst und durchentwickelst und sowas, dann wird es sich lohnen. Also meiner Meinung nach jetzt ein Vorbereitungsevent. Und jeder, der jetzt schwächelt, wird es später bereuen. Aber das heißt auch, dass ich jetzt nicht so viel entwickeln werde und mein Plan, mein Ziel von 50 Millionen während des Events leider verschieben muss auf Doppel-EP-Event. Falls demnächst eins kommt, Thanksgiving höchstwahrscheinlich, hoffentlich. Aber aus den 50 Millionen für dieses Event hier, Halloween wird es auf jeden Fall nichts. Vor allem am Wochenende sind wir unterwegs. Das scannen wir nur. Purge Night München sind auf der 100% Jagd und da wird es mit Farmen und so wahrscheinlich eh nichts. Also das Ziel wird auf jeden Fall nicht erreichbar sein. Nebulak Bonbons habe ich jetzt. Moment, habe ich hier irgendwo Nebulak? 500 und es ist erst Dienstag, also das Ziel von 1000 sollte echt gar kein Problem sein. Wahrscheinlich sogar 2.000 bis 3.000. Nebulak ist zwar nicht so häufig wie letztes Jahr, aber dadurch, dass es halt mit Sananaberge vierfach Bonbons gibt, gleicht sich das wieder aus. Wenn nicht sogar, dass man mehr jetzt macht als letztes Jahr an Nebulak Bonbons. Ansonsten wurde heute Morgen noch ein Event angekündigt für Korea, eine Woche, was eigentlich echt cool ist. Ich hatte 3 Semester Koreanisch. Annyeong Haseyo. Ich wäre echt gerne gefahren, ich habe es mir sogar überlegt, aber das ist echt zu kurzfristig. Hätten die es einen Monat früher angekündigt, hätte ich es mir auf jeden Fall überlegt. Aber so, ein paar coole Sachen, die Cognitos vielleicht neue. Dort gibt es halt Pantimos, was uns aus Europa natürlich nicht interessiert. Dann hat irgendwas mit den legendären Vögeln und dann halt erhöhte Spawns von ein paar Pokémon, also kostet keinen Eintritt. Ist so wie die Safari-Zone dann in der ganzen Stadt, beziehungsweise dann in Korea im ganzen Land. Zumindest Südkorea. Und wäre auf jeden Fall cool gewesen. Aber das war's. Event bisher sehr demotivierend für die meisten. Nicht viele am Start, aber ich werde trotzdem durchzocken. Mein Rat, nutzt das Event aus. Vierfach Bonbons ist echt krass. Und es ist eine gute Vorsorge für das kommende Doppel-EP-Event. Es wird sicher demnächst wieder eins kommen. Darauf kann man sich auf jeden Fall verlassen, also zockt jetzt, sammelt eure Bonbons und casht die dann später aus. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Aber das war's von mir.
Ziel von 50 Millionen während des Halloween-Events leider verschoben. Kann man nichts machen, aber trotzdem Event noch gut ausnutzen. Ich habe jetzt meine Module am Start. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.